es eigentlich gekommen? Weil im Supermarkt gab es natürlich kein Klopapier mehr und die Kunden haben sich im Laden darüber dann beschwert. Und dann haben wir mit einer Kundin darüber gesprochen und sind dann natürlich so drauf gekommen, okay, Mensch, wir müssten einfach Klopapier zum Essen machen. Und so ist die Idee dann eigentlich entstanden. Und dann haben wir als Spaß halt diese 8 Stück gemacht, die waren aber dann ganz schnell weg, sodass wir halt gar nicht mehr nachkamen mit 9 machen. Sind total verrückt danach, die überrennen uns wirklich mit diesen und wollen alle Klopapier haben, weil wir kommen gar nicht hinterher, das alles zu backen.